Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind ja auf irgendeiner komischen Route und haben den Typen da schon rausgefordert. Ich habe ausgiebig meinen Pokémon wieder geheilt und dann möchten wir auch eigentlich erstmal in Knipschen reden. Hi. Was sagst du da? Sie erwarten auf der anderen Uferseite? Sie wartet. Oh. Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Ich als Dank. Blütensticker F. Ja, nun? Rendezvous läuft nie ganz ohne Ärger ab. Da hilft nur, ruhig und besonnen zu bleiben. Ich bleibe also hier und warte ganz entspannt auf meine Freundin. Das ist nicht die beste Idee, die du gerade hast. Aber okay. Hi. Lass es rocken, der Rhythmus des Kampfes. Okay. Hau rein. Gitarrist Vitalis. Das ist keine gute Kombo für uns. Ich könnte dich wegschotten. Aber es wird wahrscheinlich nicht passen. Wir gehen mal auf. Aha, ja, ich benutze das Menü schon mit dem Steuerkreuz. Gastrodon oder Luxtra? Shelterra wäre natürlich auch noch gut, aber der ist schon Level 41. Mit dem Gastrodon, warum nicht? Nein, wir können nur Wasser einsetzen. Ja, Poli. So, mach bitte Elektroattacken. Bin ich voll zufrieden damit. Brüller. Hä? Okay, dann Schlappohr. Wir nehmen Doppelkick. Ja, komm, hau einfach drauf. Oh, das war zu wenig. Ich hau mal gleich mit Kopfnuss hinterher. Mit ihm nicht in Ordnung. Auch ins Sand zu brüllen. Oh, Mew. Auch nur Level 40. Passt. Dann Mew Psychokinese. Bam. So, brüll uns nie wieder an, ja? So, Mew hat gleich auch Level 41. Vitali wurde besiegt. Du kannst es hören, das Kling. Nee, das Klang meiner Gitarre. Ist eine Gitarre umarmt. Okay. Ich bin ehrlich, zu zerrissen, um zu singen. Ach, zu diesem Zustand bin ich zu cool. In diesem Zustand bin ich zu cool, echt? Na, geht so. Ja, gut. Nehmen wir erstmal das hier mit. Fragia-Bären. Ja, nehmen wir mit. Ja, Fragia hatten wir glaube ich auch schon irgendwo, ne? Da. Persimbeeren. Aha. Ja, ist okay. Auch nicht so viel zu fragen. Persim? Was ist denn das? Da. Tiefe Bären. Das ist ein Name. So. So, und Sandana Bären. Ja, nehmen wir mit. Warum sind es immer so viele? Sandana. Was ist denn das? Ja. Uah. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier für Pokémon noch kriegen können. Haben wir dich schon, Buschelin? Ich glaube ja. Flucht. Ich möchte erstmal unser Schlapper wieder nach oben packen. Das haben wir auch schon mal gehabt.
Ich habe aber die Anweisung laut. Ich lauf schnell weg. Scheinst du die beiden zu geben, oder wie? Na gut, Flucht. Letzter Versuch. Kriegen. Oh, schon wieder fast. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Das scheint sich nicht zu lohnen. So, dann sind wir jetzt auch endlich in der Stadt angekommen. Hi. Sprichst du uns an? Okay. Hey, Zuria, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ihr seht alle gleich aus. Ich bin doch Professor Ibis Assistent. Nicht eigentlich. Und außerdem der Vater von Lucius. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex aufzurüsten. Also bin ich meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Aha. Gibst du mir mal bitte kurz dein Pokédex? Mal sehen. Wie war das noch gleich? Die neue Software muss einfach hier installiert werden, oder? Hallo? Der Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügst er bereits über eine Funktion, mit der du die männliche und weibliche Versionen von Pokémon ansehen kannst. Das gab es früher nicht. So ist es viel praktischer. Jetzt will ich dich aber nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen. Ach, kannst du das? Kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist sicher alles halb so wild, aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber los. Bis bald. Du sagst dem Kind, dass er auf eine böse Organisation mit ganz vielen Leuten achten soll. Okay. Wie wär's, wenn du das machst? So ein Asi. Oh Mensch, hab ich vielleicht einen Durst? Ich hab leider nichts scheinbar. Flitburg, hi. In Flitburg soll es einen alten Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Er kann sogar Pokémon-Attacken vergessen lassen. Wow. Hallo, was passiert? Deine Kleidung sieht nass aus. Warum? Warst du etwa am Strand bei Sandgemme schwimmen? Nee, eigentlich nicht. Ich war nirgends verschwommen. Es tut mir leid. Ja, es tut mir so leid. Nein. Irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder, in denen ebenfalls Pokémon mit ihren Trainern leben. Ja, mit Sicherheit. Hallo Trainer, schau mal, was ich zwischen einer Ladung ausländischen Frachtguts gefunden habe. Ich brauch sie nicht, da kannst du sie gleich haben. Danke. Wie du sicher weißt, besitzt ein Pokémon individuelle Fähigkeiten. Mit Tag der Fähigkeitstausch kann die Fähigkeit des Anwenders mit der Ziels getauscht werden. Wie du dieser Tag einsetzt, sagt einiges darüber aus, was du als Trainer so drauf hast. Ich will das gar nicht. Das ist eine verschwendete Runde für in meinen Augen. Naja, so, was haben wir hier? Mag ich gleich rein. Oh, also, wer bin ich noch gleich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Nee. Komm wieder, wenn es eine Attacke gibt, die vergessen werden soll. Ich kann doch einfach überschreiben. Es gibt keine VM, die nicht verlernbar ist. Naja, gut. Ein sinnloser Charakter. Hi. Der Wiederball erleichtert den Fang jeder Pokémon-Art, von denen man bereits ein Exemplar gefangen hat. Toll! Ich will gar keine Duplikate. Ich frage mich, was ich alles für einen Ausflug zur Eiseninsel brauche. Eiseninsel? Aha. Was habt ihr denn eigentlich hier so? Kaufen Pokébälle habe ich 60, 12 Superbälle. Vielleicht kauft ihr einfach nochmal einen 10er Stack. Nein, 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 nein. So, 10, krieg ich noch ein Dingensball dazu. Ja. So, Hyperbälle. Oh, nur ein?
Timerbälle. Slotbälle kann ich mir auch nochmal holen. So. Timerball habe ich 20. Wiederball. Das möchte ich gar nicht haben, ne? Dessen Art bereits gefangen hat. Ist das gleiche Pokémon oder gleiche Art? Also Wasser oder so. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Hypertrank. Verdammt, Leber habe ich einen. Vielleicht soll ich davon ein paar mehr mitkaufen. Ah, machen wir 5 draus. Ich will eigentlich noch ein bisschen Klamotten laden. Wahrscheinlich nicht, ne? Hi. Willkommen in Friedburg, der Stadt im, am Kanal. Früher wurden von diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Krass. So, dann können wir unsere Pokémon nochmal heilen. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, aber egal. Machen sie einfach. So, und wenigstens die AP auch noch wieder aufgefüllt. So. Ich kann die Fangattacke Stärke erst dann mit meinem Pokédex einsetzen, wenn ich Arenaleiter Erden besiegt habe. Pokémon derselben Art kann man nicht mal über auf unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Vielleicht sollte ich 2 gleiche Pokémon verschiedene Fähigkeiten trainieren. Nee, muss ich nicht an. 1 reicht mir einfach. So, 1. Mein Internet ist wirklich außergewöhnlich begabt. Das kann mir sehr die Zukunft vorhersagen. Wow, krass. Kann ich hier hoch? Nein. Ich dachte, ich könnte irgendwie in das Schiff rein. So. Die Tür ist fast verschlossen. Sie lässt sich wohl nicht öffnen. Warum? Fliegender Sinnoher. Sinnoher? Naja, Text ist verwittert und unlesbar. Ups, hey, Yasuya. Das habe ich dich entlang gerempelt. Aber willst du etwa den hiesigen Arena herausfordern? Ja, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinem niegelnagelneuen Orden. Du hast ihn geschafft, okay. Weil wir dich besiegen, ist der Arena-Leiter also easy. Hm. 5 Pokémon, oder? Jochen, Starab. Ja. So, dann Kopfnuss. Zurückgeschreckt. Oh, perfekt. Dann gleich nochmal. Oh nein. Flinkklaue hat der Sack. Warum? Doppelteam. Ja, okay. Jetzt also nicht angreifen. Na, vielleicht weißt du aber aus. Das wäre auch schlecht. Nee, tust du nicht. Sehr gut. Dann hat dir das Ganze jetzt nichts gebracht. Du hast deine Flinkklaue nicht ordentlich genutzt. Mew Level 41. So, Gastodon, Altarion, Schlappohr fehlen noch. Bei diesem kurz davor. Oh, Luxra auch bald wieder. Aha, Luxra. Auf zu leveln. Skaraborn. Ja, ich möchte mal wechseln. Skaraborn ist Käfer gewesen. Mit dem möchte ich nicht trainieren. Ach, Mann, oh. Ach komm, bleib einfach drin, ist egal. So, Kopfnuss. Autsch. Hier müssen wir schnell weggehen. Lass unser Schlepper noch nicht töten jetzt hier. Wow. So, Durchbruch. Au, was ist mit dir? Aha, so ein Crit. So, dann Warteschild hier. Thank you.
So, dann Feuerogan. Jetzt kann uns gar nichts mehr. So. Oh, paralysiert auch noch. Das wird immer besser. Ist das Beste, was du machen kannst, ist beklauen. Da reicht es oder noch nicht? Doch, reicht. Perfekt. So, Altaria 41. Ich glaube, das ist auch kurz noch ein Gastrodon. Fehlt noch. Ah, Vampyro. Vampyro, eigentlich müsste ich wechseln jetzt. Hier, Gastrodon. So, dann Lehmbrühe oder Erdkräfte. Ach, wir nehmen mal Lehmbrühe, um ihn zu ärgern. Dunkelklaus. Und tschüss. Oh, das ist Level 37, das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt sieht's gut aus. Alle auf 41, außer Luxal, jetzt gleich wieder 42. Ah, sehr schön. So, ich muss die aber noch weiter trainieren, damit die Roselia. Wir sollten auf jeden Fall wechseln. Wenn sein Status Probleme geheilt. Achso, Probleme. Probleme hat er nicht. Roselia. Hm. Will mal Tario wieder rein, ist egal. Feuerodem, ja. Ah, perfekt. Liga-Sauger. Das war's. Nicht wirklich. So, Fachpuls und bist auch weg. Nicht weg? Wow. Dann singen wir noch mal eine Runde. So, Luxra. Natürlich wieder gelevelt. Ah. Parmelin. Ja. Luxra, komm. Du darfst auch mal wieder rein. Auch wenn du schon wieder so weit gelevelt bist. Wir haben uns schon ausgeschwiegen, was? Wieso hast du nun Bamelin? Warum nicht die Weiterentwicklung? Hm. Naja, gut. Funkensprung hier. Und das. Wurde besiegt. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Meinetwegen, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich halt, na und? Aber hör mal, dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meistern und sich selbst zum Champ krönen wird. Ganz genau, nämlich ich. Aber egal, du scheinst dem Arena-Leiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dich. Oh, ist angepisst. So, gut, dann gehen wir uns mal heilen. Das Schlapper hat doch schon ein bisschen was abgekriegt. So. Was haben wir hier?
komplettes Hochhaus? Oh nein. Hier ist der Bücherladen, ne? Flipbook Bibliothek, ja genau. Mit dir kommen wir noch hin. Ich gehe jetzt in die Bibliothek, denn ich liebe Bücher über alles. Wenn ich lese, entführen mich die Bücher in fremde Länder und Zeiten. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich filme eigentlich auch. Der Wehrleiter und die Trainer dieser Arena gehen oft zur Eiseninsel. Da trainieren sie nicht nur ihre Pokémon, sondern auch sich selbst. Niemand da. Na toll. Warum bin ich hier reingegangen? Haus von Seemann Eldrich. Ich werde immer ein Seemann, genau wie mein Papa. Er ist nämlich der mutigste Mann, den ich kenne. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Arenaleiter sein wäre aber auch echt cool. Adam ist total klasse. Unser Junge hat einfach viel zu viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Er will alles werden. Ist doch super. So, ist das dein Papa? Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es in dieser Stadt einen versteckten Weg gibt. Und an dessen Ende befindet sich ein Schatz. Aha. Dann. Der Weg führt wahrscheinlich irgendwo oben links lang, oder? So, was mit dir? Wolltest du in den See stechen? Nee, eigentlich gerade noch nicht. Sag Bescheid, wenn du die Segel setzen möchtest. Machen wir, aber erst später. Wo ist der geheime Weg hier? Los, zeig ihn mir. Hier hinter? Nee. Hä? Wo ist der blöde versteckte Weg? Ist keine Lücke, nirgendwo. Aber da unten ist ein Item. Okay, gut. Dann werden wir beim nächsten Mal erstmal in die Bibliothek gehen. Und dann gucken wir, ob wir irgendwo hier noch einen Weg finden. Schöne Schlappohr. Gut, dann melden wir hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.